Mit dem Grand Prix von Grad Weinstraße Engel bog die heimische Radbundesliga in die Zielgerade ein. Im Norden von Graz sicherte sich der Slowene Mugerli den Gesamtsieg vor dem Oberösterreicher Ricardo Zeudl. Den letzten Einzelbewerb der Liga dominierten aber die Exoten aus Übersee. Mit diesen jungen Herren vom Rallye-Cycling-Team aus Minneapolis steht erstmals eine Mannschaft aus den USA in der heimischen Bundesliga am Start. Sepp Kuss kehrt dabei zurück zu seinen familiären Wurzeln in Europa. Meine Oma ist aus Deutschland, er hat auch Verwandte in Österreich. Wo? In Kitzbühel. Das Continental-Team, das normalerweise nur in Nordamerika startet, fährt auf dem neuen Rundkurs im Grazer Hügelland sehr aktiv. 185 Kilometer sind um Gradwein, St. Oswald und der neuen Bergwertung beim Stift Rhein zurückzulegen. In der ersten großen Spitzengruppe mit dabei ist Hermann Pernsteiner. Der Niederösterreicher mit Nummer 10 ist zum vorletzten Mal in der heimischen Bundesliga im Sattel. Er wechselt in der kommenden Saison als Kletterspezialist in die World-Tour-Mannschaft von Bach-Rhein-Merida. Nachdem die Gruppe gestellt wird, folgen in der schnellen Abfahrt im berüchtigten Luttengraben die nächsten Attacken. Sehr aktiv zeigt sich auch Ricardo Zeudl. Für den zweifachen Saisonsieger geht es im Duell mit dem deutschen Trettwehr noch um Platz 2 in der Liga-Gesamtwertung. Das Wetter wird auf den Schlussrunden dann besser. Noch sommerliche Temperaturen also zum Ende dieser Radstraßensaison. Erst auf der letzten von insgesamt 9 Runden setzt sich die entscheidende Gruppe ab. Stark zeigt sich der junge Tiroler Patrick Gamper. Für ihn ist das Rennen der Härtetest für einen Start im Unter-23-Rennen der Weltmeisterschaft in Norwegen übernächste Woche. Auch der junge Marcel Neuhauser vom Team aus Wales hält sich in den letzten Anstiegen gut. Im Zielsprint fehlt aber etwas die Kraft. Adam De Vos in Orange vom US-Rallye-Team hat vor dem Slowenen Pogacar die besten Beine. Patrick Gamper wird als bester Österreicher Dritter vor Marcel Neuhauser. Der siegreiche Kanadier staunt über seinen Überraschungserfolg. Er ist überglücklich, er ist erst 2 Tage hier in Österreich. Das Fahren hier in den Bergen macht richtig Spaß. So ist unsere Europa-Renntournee im Herbst perfekt gestartet. Matej Mugerli bringt mit Rang 19 seinen Gesamtsieg, den 3. für Slowenien in Folge, sicher ins Ziel. Mit einem 9. Platz sichert sich Ricardo Zeudl, Rang 2 in der Gesamtwertung. Er wurde überraschend auch für das WM-Zeitfahren in Bergen nominiert. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die WM jetzt noch fahren kann. Dass man ein Saison-Highlight hat am Ende vom Jahr. Und ich glaube, so bin ich soweit gut in Schuss und ja, den Rest lasse ich mal überraschen. Ja. Der Triumph über ein ganzes Rennjahr ist für Mugerli enorm wichtig. In 2 Wochen wird die heimische Rad-Bundesliga-Saison mit einem Mannschaftszeitfahren am Attersee abgeschlossen.